Also meine Vorgehensweise sieht eigentlich wie folgt aus. Also es ist immer wieder dasselbe Schema, egal welches Beat'em up. Ich schaue mir den gesamten Charaktercast an, also alle Charaktere schaue ich mir an. Ich picke jeden einzelnen Charakter, gehe damit in den Trainingsmodus, drücke einmal alle Knöpfe durch. Wenn es mir, also erstmal optisch, wenn mir der Charakter optisch zusagt, kommt er in die engere Wahl. Wenn das nicht der Fall ist, lasse ich ihn komplett links liegen. Der zweite Schritt ist dann halt, wenn mir ein Charakter optisch gefällt, gehe ich halt direkt rein, schaue mir alles an, schaue mir seine Kombos an, komme ich damit zurecht oder eher weniger. Und ja, da gibt es halt unglaublich ja, unterschiedliche Unterschiede quasi. Es gibt Charaktere, wo mehr Execution benötigt wird, also wo mehr von einem abverlangt wird, kombomäßig gesehen. Es gibt aber auch Charaktere, wie zum Beispiel der Colonel Guy oder Sergeant Guy mit den Sonic Booms, sollte auch jeder kennen. Die Charaktere benötigen eigentlich kaum Execution, weil bei den Charakteren brauchst du lediglich aufzuladen und loszulassen. Das heißt, du hältst hinten gedrückt, drückst nach vorne, einen Knopf, fertig. Special Move kommt raus. Großartig Kombos haben die auch nicht. Bei diesen Charakteren basiert der Spielstil größtenteils darauf, dass man den Gegner in Schach hält. Und vor sich, also mit ihm quasi spielt und nicht an sich dran lässt. Und das war's auch schon. Großartig Kombos braucht man mit solchen Charakteren eigentlich nicht. Wenn man allerdings jetzt tiefer in die Materie einsteigen möchte oder eher generell von sich aus ein Typ ist, der gerne viele Buttons drückt und viel rumspielt, sollte man sich dann schon Charaktere wie zum Beispiel Cammy anschauen oder dann gibt es noch Yuri zum Beispiel. Das sind Charaktere, da musst du rein. Du kannst die Leute, also die haben zwar Projektile, aber die Projektile sind nicht wirklich gut genug, um den Gegner permanent in Schach zu halten und nicht an sich rankommen zu lassen. Das heißt, du musst rein. Das erfordert schon ein gewisses Können. Und wenn du da drin bist, musst du natürlich auch die Kombos entsprechend beherrschen und dementsprechend auch drücken können. Und das sind auf jeden Fall weitaus komplexere Charaktere. Also wie gesagt, Schritt Nummer 1, optisch durch alle Charaktere durchgehen. Wer spricht mich an? Kurz auswählen in den Practice-Modus rein. Und dann halt schauen. Sagen mir die Kombos zu. Seine Spielweise, gefällt mir dieses ständige Weglaufen und Schießen? Oder bin ich eher der Typ, der reingeht und die Leute aufmischt und auch drinnen bleibt?